Und der hier, ist der stabil? Sieht mir irgendwie nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Wir haben die gesamte Produktion auf 3D-Drucker umgestellt. Der Prototyp ist aus Pappmaché, aber der Rest ist durchgehend aus Maisstärke hergestellt. Fällt keinem Schwein auf. Verblüffend echt, oder? Oh, ein Treppchen. Auf Platz 1, Wladimir Wladimirovich Putin. Hallo. Hör bloß ab. Und warum ist hier die Abdeckung auf? Ach das, da hatten wir nur kleinen Marderschaden. Aber das Treppchen ist 1A, oder? Ich gebe dir gleich Bodenoffensive, Freundchen. Von unseren Bildungspolitikern. Die KMK hat nämlich Lösungen vorgestellt, was man machen kann gegen den Lehrkräftemangel in Deutschland. KMK, die Abkürzung steht für Kultusministerkonferenz. Für viele Lehrkräfte steht sie eher für kann mich kreuzweise. Wir alle wissen, die Situation ist hochdramatisch in den Schulen. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass nach Corona ein Drittel der Schülerinnen und Schüler Lernrückstände hat. Viele sagen zum Glück nur ein Drittel und kein Viertel. 30% aller Lehrkräfte verlassen die Schule nach 5 Jahren wieder. Wir bräuchten eigentlich mehr Lehrer, wir haben aber immer weniger. Ein Viertel hat Burnout, der Rest keinen Bock mehr. Lehrerinnen werden schon in der Ausbildung demotiviert. In der zweiten oder dritten Vorlesung in meinem ersten Semester wurde uns das schon gesagt, dass ja der Beruf des Lehrkräfte eins der höchsten Risikowahrscheinlichkeiten für Burnout haben. Und das hat mich schon geschockt. Ja, mich auch. Früher haben Lehrkräfte für den ersten Burnout im Schnitt 7 Fahrten ins Landschulheim gebraucht und 2 Rechtschreibreformen. Heute geht das viel schneller. 49% der Lehrkräfte arbeiten in Teilzeit. 49%, das ist doppelt so viel wie in anderen Berufen. Und so entsteht ein Teufelskreis. Es gibt Lehrermangel, dadurch haben die Lehrer, die da sind, mehr zu tun. Die kriegen dann schneller einen Burnout, verlassen die Schule, was den Lehrermangel wieder verschärft. Manche Lehrerzimmer werden schon von Lost Places Touristen angefragt. Hinzu kommt, Bildung ist immer noch Ländersache. Die einen lesen im Abi noch den Faust, die anderen nur den Busfahrplan. Und dann versuchen ja auch die Bundesländer, sich gegenseitig die Lehrerinnen wegzuschnappen. Bayern lockt mit gutem Verdienst. Brandenburg bietet eine Verbeamtung an, auch mit Bachelorabschluss. In Hamburg mehren sich Berichte von Leuten, die abends in der Kneipe auf einen Schnaps eingeladen worden sind. Und am nächsten Tag vor irgendeiner 9b aufwachen und Trigonometrie unterrichten müssen. Wunderbar. Hat aber die Kultusministerkonferenz, die KMK, endlich passende Lösungsansätze. Also nicht die Ministerinnen selber, sondern ein Expertengremium. Das haben die beauftragt. Das sind 16 Professoren, die haben Folgendes vorgeschlagen. Erster Vorschlag. Man sollte den Lehrerinnen und Lehrern mit Achtsamkeitskursen und Entspannungstechniken helfen, den Stress abzubauen. Das klingt sehr realitätsnah, muss ich sagen. Also, ne, liebe Lehrer, wenn mal wieder jemand rumblökt, dass ihr nur faule Säcke seid, dann achtsam in den Bauch atmen, sich bewusst darauf konzentrieren, wie man dem Typen kräftig in die Eier tritt. Ein anderer Vorschlag. Die Klassen sollen vergrößert werden. Ja, warum nicht? Ne? Gerade in den Fächern, in denen es wenig Lehrer gibt. Warum nicht mal Mathe im Stadion? 50.000 Schüler rein und die Lehrerin ruft A² plus 2ab plus B² ist... Und die Schüler rufen A plus B in Klammer zum Quadrat. Noch eine grandiose Idee. Ältere Lehrer wieder zurückholen in den Beruf. Ja? Erste Stunde Geschichte, Thema Karl der Große. Kein Schulbuch notwendig, der Lehrer ist Zeitzeuge. Oder der Vorschlag, die Lehrerinnen und Lehrer sollen einfach mehr arbeiten. Ist auch sehr kreativ. Ne? Wenn nämlich alle, die in Teilzeit arbeiten, einfach auf Vollzeit gehen würden, dann wäre das Problem gelöst. Mehr Arbeit, um den Job attraktiver zu machen, das klingt sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht sollte man da noch weitergehen. Vielleicht sollte man mal überlegen, ob man das Problem nicht nochmal ganz anders angeht. Nochmal mehr out of the box denken. Los, KMK, ich glaube, da geht noch was. Die Kultusministerkonferenz und das Bildungsministerium informieren. 35 Schüler und mehr pro Klasse. Unterrichtsausfall nicht die Ausnahme, sondern Alltag. Lehrkräftemangel von Flensburg bis nach Freiburg.
Die wenigen, die noch da sind, total überlastet und frustriert. Ein Lehrer ohne Burnout seltener als ein pünktlicher ICE. Bewerber auf freie Lehrerstellen schwieriger zu finden als das Bernsteinzimmer. Deutschlands Schulen haben ein Problem. Ja, zu wenig Lehrer. Wir investieren als Gesellschaft viel zu wenig ins Bildungssystem. Nein, das Problem liegt woanders. Bislang dachten wir immer, ein Lehrer für 40 Kinder, das ist doch viel zu wenig. Aber jetzt haben wir herausgefunden, genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist viel zu viel. Also zu viele Kinder für einen Lehrer. Deswegen empfehlen Bund und Länder, die Zahl der Schülerinnen und Schüler drastisch zu reduzieren in 3 Schritten. Erstens, Arbeit statt Schule. Schicken Sie Ihre Kinder statt in die Schule auch mal aufs Feld oder in die Textilfabrik. Zweitens, Schüler unterrichten Schüler. Warum können nicht die schlauen Schüler die weniger schlauen unterrichten? Das spart Ressourcen und stärkt den Teamgeist. Und drittens, No Kids for Future. Hören Sie ab jetzt damit auf, Kinder zu bekommen. Dann wird sich der Lehrkräftemangel in ein paar Jahren von allein erledigen. Und die Lehrkräfte können endlich auf was Sinnvolles umschulen, wie Investmentbanker. Super, die werden ja schließlich immer gebraucht. Aber haben Investmentbanker nicht alle total riesige Autos? Wo sollen die denn in Zukunft alle parken? Die Städte sind doch sowieso schon total voll. Dafür gibt es eine Lösung. Wenn es keine Kinder mehr gibt, brauchen wir auch keine Spielplätze mehr. Und auf den Flächen können wir dann Parkplätze bauen. Keine Kinder, mehr Parkplätze? Das sind ja gleich 3 Dinge auf einmal. Helfen Sie Bund und Ländern, das Chaos an Schulen zu beseitigen und bekommen Sie keine Kinder mehr. Also wenn das so ist, dann fange ich gleich morgen damit an. Ein Film von Tobias Döll. Die Regierung drückt auf Tempo. Sie will Deutschland-Tempo jetzt auch bei den erneuerbaren Energien. Seit heute gilt das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Das legt fest, dass insgesamt 2% der Fläche in Deutschland für Windkraft ausgewiesen werden sollen. Es gibt aber Unterschiede. Sachsen-Anhalt, Hessen oder Thüringen müssen 2,2% der Fläche für Windkraft ausweisen. Bayern 1,8% wegen der Berge. Berlin nur 0,5%, weil es hauptsächlich aus Clubs und kaputten Flughäfen besteht. Außerdem hat das Kabinett diese Woche beschlossen, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Also eine Art Beschleunigungsgesetz, wie beim Ausbau der LNG-Terminals. Also durch den Bundestag ist das alles noch lange nicht, aber das Kabinett denkt schon mal, ja, das könnte man machen. Es ist eben Deutschlandgeschwindigkeit. Wie sieht es im Moment aus, wenn Sie ein Windrad in Deutschland bauen wollen? Was müssen Sie machen? Spielen wir es mal durch. Erster Schritt, wir haben gerade darüber gesprochen, das Gelände muss von Ihrem Bundesland als Eignungs- oder Vorzugsgebiet ausgewiesen worden sein. Was passiert dann? Wie geht die Beantragung weiter? Dann müssen Eigentums- und Nutzungsrechte umfassend geprüft werden. Dann muss der Abstand der Windräder von der Bebauung und der Emissionsschutz geprüft werden, denn Windräder machen Geräusche. Es kommt zu Schwingungen, die sich auf Menschen und Häuser übertragen. Faustregel: Wenn man einen Becher Sahne in den Kühlschrank stellt und die Sahne ist am nächsten Morgen automatisch geschlagen, steht das Windrad zu nah. Wenn das geklärt ist, erfolgt die Prüfung der Umweltrichtlinien. Es müssen monatelang alle Tiere, Kröten, Fledermäuse, Zug- und Nistvögel auf und über dem Gelände beobachtet und gezählt werden, sodass man dann nach einem Jahr oder so die Liste abgibt und da steht dann genau drauf, Zugvögel, 3.645 mal Gänse, 621 mal Kraniche, 2.412 mal Schwalben, 12.456 mal Airbus und 32.399 mal Boeing. Und dann beobachtet man die Nistvögel. Welche nisten da? Nisten sie überhaupt? Haben sie die Familienplanung bereits eingestellt? Wollen sie Singles bleiben? Da muss man alles klären. Es gibt einige wirklich seltsame Vögel, da kann man sagen, die verhindern ein Windrad ziemlich sicher. Zum Beispiel der Kiebitz oder die Uferschnepfe oder der Söder. Dann prüft man natürlich, welche Krötenarten vielleicht dort leben in einem Teich. Kröten, die man dann für den Bau des Windrades eventuell umsiedeln müsste, wobei mit Widerstand zu rechnen ist, ganz klar. Ja. Dann muss man noch Gutachten einholen für Brandschutz und Standsicherheit. Und das alles kommt dann in den Genehmigungsantrag, den man an 16 verschiedene Behörden schicken muss. So ein Antrag, das sind heute in der Regel 4 Aktenordner und 12 CDs mit Daten. Sie als Antragsteller fragen sich, oh, es gibt wirklich noch CDs? Und in der Behörde fragt man sich, scheiße, CDs, können wir die überhaupt schon lesen?
Für die Bearbeitung brauchen die Behörden dann, wenn alles glatt läuft, etwa 1,5 Jahre. Es läuft aber selten alles glatt. Dieser Windparkbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern sagt: MV-weit gehen wir momentan davon aus, dass es ungefähr 3000 Megawatt an Leistungen, die wir eigentlich dringend bräuchten, dass die in den Genehmigungsverfahren stecken bleiben und wir einen Genehmigungsstau in der Größenordnung haben, der also mehrere Atomkraftwerke sogar von der Leistung annimmt. Das liegt am Personalmangel in den Behörden und es liegt daran, dass die zwei Prinzipien gegeneinander stehen. Auf der einen Seite das Prinzip des Pariser Klimaschutzabkommens, wir müssen die Erderwärmung begrenzen auf 1,5 Grad. Auf der anderen Seite das Prinzip der deutschen Verwaltung, ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Wenn die Genehmigung dann vorliegt, hat man natürlich noch kein Windrad. Das muss man erstmal ausschreiben und dann wird das Windrad bestellt. Lieferzeit im Moment ungefähr 15 Monate. Wenn Sie dann noch leben, muss das Windrad als Schwertransport angeliefert werden, wobei jedes Bundesland eigene Richtlinien hat, wie Schwertransporte fahren dürfen. In dem einen Bundesland nur nachts, im anderen nur tagsüber, im dritten nur in den Monaten mit R. Manche Schwertransporte brauchen je nach Bundesland ein Begleitfahrzeug, andere zwei Begleitfahrzeuge, andere gar kein Begleitfahrzeug. Wieder andere brauchen vorneweg einen berittenen Boten, der das Windrad mit einer Fanfare ankündigt. Jede einzelne Genehmigung für einen Schwertransport. Für einen Schwertransport braucht ein Aktenordner von ca. 200 Seiten. Wenn dann noch jemand gegen das Windrad klagt, was sehr oft passiert, kann es lange dauern. Jahre, es kann bis zu 18 Jahre dauern, bis so ein Windrad steht. Oft ist es dann schon wieder veraltet und alles geht von vorne los. Sind wir denn bei der Solarenergie besser aufgestellt? Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel, die haben es ja nicht so mit Windrädern. Aus religiösen Gründen, die stehen eher für den Solarstandort Deutschland. Und auch bei der Genehmigung von Solaranlagen braucht es mehr Tempo. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber in circa 5 Milliarden Jahren wird die Sonne zu einem roten Riesen und brennt dann endgültig aus. Und ich fände es doch ganz schön, wenn bis dahin vielleicht nicht alle, aber sagen wir mal die meisten Anträge auf Solaranlagen bearbeitet worden wären. Patricia Küppel zeigt an einem Beispiel in Bayern, woran die Solarwende im Kleinen scheitert. Bayern steht nachhaltig unter Strom. Und über so viel positive Energie freut sich auch Martin Bichler. Für den Solarparkbetreiber ist der Energiewandel Alltag. Zum Beispiel auf dieser 5 Hektar großen Anlage. Na, wie fließt's denn so? Aktuell läuft die Anlage, wobei das bei der Bewölkung, die wir jetzt heute haben, auch kein Wunder ist. Aber praller Sonnenschein wäre Ihnen doch bestimmt noch lieber, oder? Würde hier heute die Sonne scheinen, würde die Anlage zu 100% durch den Netzbetreiber abgeregelt. Also zu 100% abgeschaltet. 170 Mal in 2022. Denn wenn die Sonne scheint, wird es im nahegelegenen Umspannwerk immer etwas spannend. Hier wird der Strom aus der ganzen Region gesammelt und im Fall, dass mehr eingespeist als verbraucht wird, müsste der Strom in dieser Richtung auf der Trasse Richtung Nürnberg weg und die Trasse ist seit Jahren zu dünn. Mit dickem Problem. Die Energie kann nicht abtransportiert werden. Tja, eben nicht alle Wege führen nach Strom. Und dann wird das nachhaltige Zeug irgendwie lästig. Außer es gäbe einen nachhaltigen Energiespeicher. Wie praktisch, dass Peter Geikler aus Unterfranken genauso einen entwickelt hat. Der funktioniert wie der Speicher einer Pflanze, mit Flüssigkeit, ganz ohne Lithium und andere Metalle. Die Suche nach nicht metallbasierten Speichertechnologien ist sowas wie der heilige Gral der Energiewende. Und weil Herr Geikle seine nicht metallbasierte Speichertechnologie bald in Serie produzieren will, hat er beim Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung beantragt. Und das unterstützt seine innovative Idee natürlich tatkräftig mit. Nichts. Ach so, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Gut, dass es zumindest mit dem Ausbau der Trasse für Herrn Bichlers Solarstrom rucki zucki vorangeht. Die Dimension des Netzausbaus mit der Beschränktheit und Begrenztheit von Fachkräften, von zunehmend Material und auch von Finanzen führt in Summe dazu, dass dieser Ausbau eben in der Dimension, wie wir ihn derzeit erachten, um die 10 Jahre dauern wird.
Nur noch 10 Jahre, bis auch bei Sonnenschein nachhaltige Sonnenenergie fließt. Bayern, eben einfach eine Trasse für sich. Mehr zu Bayern gibt es morgen Abend bei Reschke Fernsehen. Die allererste Ausgabe Reschke Fernsehen morgen um 23.35 Uhr im Ersten. Live-Moderationen sind eine tückische Sache. Manchmal schleichen sich Fehler ein. Das hat auch die Moderatorin Franka Lehfeld erlebt, wie dieser Ausschnitt von Welt sehr eindrücklich belegt. Heute vor 78 Jahren befreite die Rote Armee-Fraktion die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen. Die RAF hat also das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Aber der hat doch Baerbock jetzt den Krieg erklärt, oder? Ja. Gut, ein Versprecher vor laufender Kamera, es ist irgendwie menschlich. Sowas gab es schon immer. Es gibt einen aktuellen Trend, den ich mit sehr großem Interesse beobachte. Und zwar ist es der Trend, dass sich Reporterinnen und Reporter gerne vor die Kamera stellen und nicht nur berichten, sondern auch erzählen, wie sie gerade so ihren Job machen. Es ist ein Trend, der von YouTube kommt und der von vielen Fernsehformaten kopiert wird. Wozu sind Kriege da? Herzlich willkommen bei Aspekte. Guten Morgen, 5.30 Uhr, gleich ist Schichtbeginn auf der Frühchenstation. In Washington erreiche ich die Anwältin Nesma Bashi. Wenn ich das jetzt hier so gesehen hätte, ich hätte wahrscheinlich einfach gedacht, ja, ist halt eine Lehne, ne, wo man seinen Arm drauflegen kann. Früher hieß das narzisstische Persönlichkeitsstörung, heute Dokumentation. Ich finde es toll, ich finde es auch total spannend, wenn Ingo Zamparoni seine Schwiegereltern in den USA besucht. Da lernt man die auch mal kennen. Wie geht's dir? Willkommen. Willkommen. Wir freuen uns so, dich zu sehen. Ich mich auch. Der ganze Wirbel des Wahlkampfs, die Politik im zerstrittenen Washington, die Unruhen, die Amerika dieses Jahr erschüttert haben, könnten hier ferner kaum sein. Spannend. Und nächste Woche erfahren wir, wie Louis Klamroth mit seiner Großtante beim Skat den Faktencheck macht. Vielleicht wäre das auch mal was für andere Berufe, dass auch eine Busfahrerin regelmäßig durchsagt, wie der Verkehr gerade emotional auf sie wirkt. Verehrte Fahrgäste, der Anblick des verstopften Cityrings macht mich gerade sehr, sehr traurig. Oder wenn man zum Bäcker geht, dann sagt der, das ist Christian. Christian erzählt mir von seinen Bedürfnissen. Er will ein Brötchen. Auf dem Weg zur Auslage überlege ich, was mich dort wohl erwartet. Er hat nicht gesagt, ob er Vollkorn oder Weißmehl will. Ihn jetzt zu fragen, käme mir krass übergriffig vor. Ich greife einfach irgendein Brötchen und sage 52 Cent. War es die richtige Entscheidung? Und vor allem, wie fühle ich mich als Bäcker dabei? Am nächsten Morgen sehen wir uns wieder. Diesmal will Christian eine Rosinenschnecke. Man würde erst mal denken, der hat sie nicht mehr alle, aber dann toll, dass er so authentisch und so offen ist. Irgendwo. Man lernt auch so viel Neues. Bonsoir, Andreas, muss man ja heute Abend sagen. Ça va, Matthias. 60 Jahre Freundschaft, das spielt natürlich auch bei uns im Weltspiegel eine Rolle. Ich habe mal in Frankreich gewohnt und wir hatten Schüleraustausch wie bei Friedrich Merz. Du auch, Matthias? Nee. Ich selbst war während meiner Schulzeit in England und mein Französisch ist wie das von Friedrich Merz anscheinend etwas eingerostet. Aber mein Bruder, der hat am Schüleraustausch teilgenommen. Und das Rezept für das Apfeltart, das sein Austauschpartner damals mitgebracht hat, das backe ich heute noch gerne, Andreas. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Sendung. Sage gutes Gelingen und tschüss bzw. au revoir aus Berlin. Man sieht es ihm nicht an. Leute! Ihr könnt mich nicht so hängen lassen! Jetzt, was ist denn jetzt? Hallo. Wie ist denn jetzt das Rezept für diese Tart? Haben Sie nicht gesagt. Erfahren wir wahrscheinlich in einem gemeinsamen Podcast. Den es zunächst gibt. Kann auch sein, dass sich da einfach eine Berufsgruppe sehr, sehr wichtig nimmt, oder? Könnte das sein? Max Engel und Alex Krantl haben sich durchs Programm gezappt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie jede Woche versichern wir uns jetzt wieder 45 Minuten lang, dass wir Medienleute sehr wichtige Meinungen haben, die für alle Menschen sehr relevant sind. Ich fang mal an. Ich mache den Selbstversuch. Wie ist es, eine Woche lang als Journalist zu arbeiten, ohne ständig zu erzählen, wie es mir persönlich geht? Das wird unglaublich hart. Der Journalist Friedrich Lenhe hat ein Buch über die Journalistin Charlotte Hallenberg geschrieben.
Hallenberg ist wiederum für ihr Buch über den Journalisten Heinz Kernter bekannt. Der Autor des Klassikers Jana Knapmann aus dem Leben einer Journalistin. Was für ein Tag. Neue Hiobsbotschaften zu Pandemie, Krieg und Inflation. Aber viel schlimmer, die Kita meiner Tochter Kiki hat heute gestreikt. Ja, und dann bin ich halt über die Straße gegangen. Krass! Ich finde das so krass. Das, was sie sagt, das triggert mich gerade heftig. Naja, und richtig krass deep. Aber also ich finde das so heftig, was sie mir gerade erzählt. Sorry, aber kann ich... Smash! 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 Das Traumpaar Kate Winslet und Leonardo DiCaprio hat sich tatsächlich getrennt. Ach Mann, ich habe mich auch mal getrennt. Von Johannes. Eigentlich waren wir gar nicht zusammen. Naja, zurück zu Kate Winslet. So hieß übrigens meine Hündin. Lebt leider nicht mehr. Traurig. Wie auch dieser Unfall auf der A5. Ich will mehr dazu herausfinden. Deshalb steige ich ins Auto, um irgendwo hinzufahren. Hier sieht man mich am Steuer. Was ja auch hochinteressant ist, ich habe gerade 5 Wochen nackt mit einer Eisbärenfamilie in Grönland gelebt. Unglaublich, diese Wärme, auch zwischenmenschlich. Dem Journalisten Friedrich Lenhe ist etwas anderes wichtig. Ich habe neulich die Rezension eines Journalisten über das neue Buch eines anderen Journalisten gelesen, der viele Bücher über Journalisten schreibt. Und ich finde, das ist Journalismus. Das Streikrecht gehört zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber mal im Ernst, doch bitte nicht bei mir. Ich muss doch arbeiten. Ich raste aus. So eine Scheiße. Ich bin jetzt 1,7 Kilometer gefahren. Was für eine Tour für mich. Jetzt bin ich hier und ich muss feststellen, ich bin ein toller Reporter. Während ich irgendwen zu irgendwas befrage, gucke ich wahnsinnig kritisch und interessiert, obwohl ich eigentlich nur an eines denke, an mich. Ihr neuestes Projekt wollen sie gemeinsam schreiben. Ein Buch, das die wichtigsten Journalisten Deutschlands porträtiert, sie selber. Ich schreibe das Vorwort. Mein Gesicht kommt aufs Cover. Ja, aber mein Kapitel kommt zuerst. Nein, da geht's überhaupt nicht um mich. Im öffentlichen Dienst laufen Tarifverhandlungen. Die Angestellten fordern 10,5% mehr Lohn. Das ist nachvollziehbar, denn die Inflation galoppiert. Und gerade Menschen, die in kleinen Gehaltsstufen im öffentlichen Dienst arbeiten, kommen mit dem Geld nicht mehr klar. Es sind die Krankenpflegerinnen, die Müllarbeiter, die Feuerwehrleute, die Rettungssanitäter, die Erzieherinnen, die ihr Leben nicht mehr finanzieren können. Das Problem bei diesen Tarifverhandlungen ist natürlich, die Arbeitgeber sind die Kommunen, die selber total pleite sind. Jeder Euro, den wir hier am Ende zu viel in Anführungsstrichen für Personal ausgeben, geht den Bürgern auf der anderen Seite an vielen Stellen sonst verloren. Elternbeiträge in der Kita könnten sich steigern, Fußwege, Straßen könnten nicht gebaut werden, Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr können vielleicht nicht in dem Maße angeschafft werden, wie sie notwendig sind. Das ist immer der gleiche Steuereuro, den wir hier ausgeben können. Es könnte also so sein, dass am Ende die Rettungssanitäter mehr Geld bekommen und zufriedener ins Krankenhaus fahren. Es gibt aber dann kein Krankenhaus mehr. Dennoch ist es ja so, wir bezahlen in diesem Land die Menschen am schlechtesten, die wir am dringendsten brauchen. Das kann doch nicht sein. Wer will denn heute noch Erzieher werden? Es kommt einfach von unten kein Personal nach, weil der Beruf der Erzieherin oder des Erziehers einfach nicht attraktiv ist für die Allgemeinheit. Man verdient nicht genug Geld, man hat nicht wirkliche Aufstiegschancen. Und wer hat schon Lust, täglich Kindergeburtstag zu feiern? Oh. Ich denke, also die Kinder schon. Hä? Gut, dann muss da was getan werden. Von der Politik erstens, man muss den Kindern sagen, sie hätten alle am gleichen Tag Geburtstag. Am besten am 29. Februar. Und zweitens eine bessere Bezahlung. Eine IT-Expertin verdient doppelt so viel wie eine Erzieherin. Und IT-Experten sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Aber gegen das Immunsystem einer Kita-Erzieherin kann jede Virensoftware einpacken. Da sollte sie ja zumindest von ihrem Gehalt leben können. Also eine Wand einbauen, wenn Sie können. Herr Meier. Mhm. Schauen Sie sich um, ne? Die Wohnung kann zum ersten bezogen werden. Wow, das passt ja super. Ja, muss einiges gemacht werden, aber die Bude und die Lage wären mega perfekt. Aber 970 kalt? Wird hier vorher noch saniert? Was? Das ist doch vollkommen normal für eine Wohnung mit Retro-Charme. Also bei meinem Erziehergehalt, da wäre ja kein Urlaub mehr drin. Aber ich würde... Erzieher? Das ist ja wunderbar. So ein
toller, wichtiger Job. Da haben Sie bestimmt viel Spaß bei der Arbeit mit den kleinen Rackern. Na klar ist das toll. Also ein bisschen bessere Bezahlung wäre gut. Da fehlt einfach die Anerkennung. Kinder sind ja unsere Zukunft. Was für ein Traumjob. Erzieher. Aber das Gehalt. Erzieher. Wow. Darf ich Sie mal ganz doll drücken? Ich habe auch zwei Kinder. Und ohne Helden wie Sie könnte ich jetzt gar nicht hier sein. Ich auch. Wir sollen auf die Belga aufpassen. So viel Verantwortung. Aber die Bezahlung... Darf ich mal für Sie klatschen? So eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft. Sie können stolz auf sich sein. Ja, kriege ich dann die Wohnung? Nein. Mit Ihrem mickrigen Gehalt? Die Wohnung kriegt natürlich Frau Schulze, Unternehmensberaterin. Aber seien Sie doch glücklich. Die Arbeit mit den Kindern ist unbezahlbar. Mein Held. Ja, nehme ich auch. Ein Film von Oliver Durke und Jonathan Klüsener. Es gibt in unserem Land immer mehr Menschen, die arbeiten, aber von ihrer Arbeit nicht leben können. Friedrich Merz würde wahrscheinlich sagen, gehobene Unterschicht. Menschen, die mehrere Jobs machen müssen, um durchzukommen. Es sind besonders häufig Frauen. Also ich glaube ja, wenn Frauen Multitasking-Fähigkeit nachgesagt wird, dann könnte es auch daran liegen, dass sie oft gar keine andere Wahl haben. Früher war das anders, da hatte man einen Job und hat den sein Leben lang behalten und der hat einen ernährt. Da kamen ja auch viele unserer Nachnamen her. Schuster, Müller, Schneider, Fischer, Schweinsteiger. Heute wären die Namen anders. Heute hieße man Erika Erzieher Kellnerin oder Michael Müllmann Uber. Immer mehr Leute haben zwei Jobs. Morgens putzen, abends kellnern. Morgens pflegen, abends Pakete austragen. Morgens fürs Finanzministerium arbeiten, abends noch bei der Bank Grußworte sprechen. Tja, das Leben wird immer teurer, das merkt auch Christian Lindner. Die Immobilien werden teurer, die Lebensmittel werden teurer, alles im Supermarkt, alles. Preissteigerungen bei allen Produkten. Das Einzige, was vom Preis her ungefähr gleich geblieben ist, ist Ladendiebstahl. Und da gibt es ja auch noch sowas wie Freizeit. Gibt es ja auch theoretisch, wenn man sich's leisten kann. Also Theater, Kino, Konzerte, wird auch alles teurer. Fabi Rommel hat sich letztens Konzerttickets bestellt. Ja, ich habe uns gerade Tickets bestellt für das Konzert. Okay, 30 Euro waren es, oder? Ja, genau. Und 5,90 Euro Versandkosten. Was? Ging auf der Plattform irgendwie nicht anders. 5,90 Euro? Sind die Tickets aus Gusseisen, oder was? Nee, oder? Ich denke Papier. Hat's keine digitalen, echt? Das hat's doch überall mittlerweile. Nee. Also, selbst im Dino-Museum habe ich digitale Tickets bekommen. Und das ist ein Museum über das Jahr 65 Millionen vor Christus. Ja, aber hier gab's nur die mit 5,90 Euro. 5,90 Euro, ja. Drucken die in Brisbane aus und fliegen sie dann rüber, oder was machen die? Nee, ich glaube nicht. Ja, ist schon klar. Ich glaube, in München stand da. Womit werden die für 5,90 Euro aus München verschickt? Mit einer Kutsche aus Gold, die so von Turnierpferden gezogen wird und von Elon Musk gesteuert. Was? Nee, also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich würde sagen, mit normalen Postfahrzeugen. Ja, also ich mache nur Spaß. Ah, ja, Hammer. Sehr gut. Du schuldest mir trotzdem 2,95 Euro. Ja, ich überweise dir. Bitte schnell. Das war Extra 3. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Ersten. Das heißt am Donnerstag im Ersten direkt nach den Tagesthemen. Bis dahin. Sag mal, hast du das Video jetzt wirklich ganz bis zum Ende geguckt? Ist ja irre. Wir haben hier Wetten abgeschlossen, ob du wirklich ganz bis zum Schluss dran bleibst. Ist dran geblieben. Wahnsinn. Ja, wenn das so ist, dann habe ich was für dich. Mehr von Extra 3 gibt es hier. Und hier kannst du den Kanal abonnieren. Ja? Ja, wirklich, bis ganz zum Schluss, wenn ich es noch sage.